amerikanische Wirtschaft will weiter nicht richtig in die Gänge kommen. Die jüngsten Konjunkturdaten haben überwiegend enttäuscht. Und das, obwohl die Notenbank in den USA alle Hebel in Bewegung setzt, um die Wirtschaft anzukurbeln. Ein ganz wichtiges Thema bleibt dabei der Arbeitsmarkt. Und damit herzlich willkommen hier beim Börse Stuttgart Online Forum. Die aktuellen Nachrichten seitens der Fed, die haben wir für Sie in einem Beitrag zusammengefasst. Ben Bernanke setzt unbeirrt seinen Kurs fort. Der Chef der amerikanischen Notenbank will weiter 85 Milliarden Dollar pro Monat für Anleihen ausgeben. Das hat die Sitzung der Fed am 1. Mai ergeben. Bernanke ist sogar bereit, die Kaufprogramme auszuweiten. Unter der Voraussetzung, dass sich der Ausblick der Fed auf den Arbeitsmarkt und Inflationsentwicklung entsprechend verändert. Klar ist, dass die Arbeitslosenquote für die Notenbank zu hoch ist. Die Fed hat ein Ziel von 6,5% formuliert. Die Quote liegt aktuell aber noch bei 7,6%. Es könnte also noch einige Zeit dauern, bis Bernanke über ein Ende der expansiven Geldpolitik nachdenkt. Experten der Bank of America rechnen nicht vor März 2014 mit einer Verringerung der Anleihenkäufe. Eine Ausweitung sei sogar wahrscheinlicher. Dafür gibt es auch zu viele Belastungsfaktoren für die US-Wirtschaft. Laut Fed haben die automatischen Ausgabenkürzungen der Regierung die Konjunktur ausgebremst. Als Beleg dienen der Notenbank die jüngsten Daten wie der Einkaufsmanagerindex oder die Bauausgaben. Grundsätzlich hat die Fed seit der März-Sitzung aber ein moderates Wirtschaftswachstum beobachtet. Sollte sich die Lage zum Positiven verändern, ist laut Fed auch eine Verringerung der Anleihenkäufe möglich. Bis dahin scheint es aber noch ein weiter Weg. Fed-Chef Ben Bernanke wird erst einmal seinen bisherigen Kurs fortsetzen. Und über das Thema spreche ich jetzt mit Michael Stegmüller, er ist Vermögensverwalter von Performance IMC. Schönen guten Tag, Herr Stegmüller. Die Fed hält sich also die Option offen, die expansive Geldpolitik noch einmal auszuweiten. Inwieweit können Sie denn diese Gedanken nachvollziehen? Ja, ist natürlich absolut korrekt, was dort auch im Beitrag formuliert worden ist. Ich denke, das Inflationsziel und das Ziel für die Arbeitslosenquote ist klar definiert. Und die Fed wird natürlich alles dafür tun, den Spielraum so offen wie möglich zu halten. Die Diskussion geht immer darum, geht es ein bisschen besser in der Konjunktur, könnte man das Programm zurückfahren. Generell muss das Gedankenmodell, was die Unterstützung für die Konjunktur angeht, ausgebaut werden. Und die Fed wird weiter versuchen, wird weiter bemüht sein, hier neue kreative Ansätze zu finden, bis sie ihre gewünschten Ziele erreicht hat. Und das ist die Arbeitslosenquote bei 6,5%. Jetzt haben Sie gerade schon gesagt, kreative Ansätze. Zu welchen Mitteln könnte denn die Fed greifen? Ja, also bisher ist die Bandbreite ja schon sehr stark auf die Liquidität ausgerichtet. Man hat eben auch angefangen, den privaten Markt für Hypothekenkredite letztendlich zu bearbeiten, um hier letztendlich Produkte oder Strategien selbst aufs Buch zu nehmen. Hier wird es weitere Möglichkeiten geben, insgesamt für die Wirtschaft. Die Liquidität wird im Vordergrund stehen, aber man muss natürlich auch sehen, dass wir hier in dem Bereich den Rückstand hatten, was das Wirtschaftswachstum angeht. Und hier muss nun alles getan werden, um nun auch zyklisch hier mehr Wachstum generieren zu können. Wichtig ist dafür ja immer der US-Arbeitsmarktbericht, haben Sie auch gesagt, da will man das Ziel erreichen. Wie schätzen Sie die Lage ein auf dem US-Arbeitsmarkt? Ja gut, wenn wir jetzt vor 3 Monaten gesprochen hätten, als nicht klar war, wie die fiskalische Klippe letztendlich in den USA, was für Auswirkungen die hat, dann denke ich, ist ein Wachstum von 2,5 im ersten Quartal ordentlich. Da wären manche froh, sie hätten sowas. Klar, es ist weniger als erwartet und die Aussicht fürs zweite Quartal ist auch nicht besonders besser. Das heißt, wir sind hier ganz, ganz klar in einem Transmissionsmechanismus. Das heißt, hier wird ein Anpassungsprozess stattfinden müssen in der Wirtschaft, bis diese einschneidenden Budget Verringerungen letztendlich hier auch Wirkung zeigen und bis man die vielleicht auch wiederum offensiv nutzen kann. Also hier wird es Anpassungen geben. Immobilienpreise, das wurde schon genannt, die unterstützen und auch die Unternehmen selbst kommen eigentlich mit der Situation ganz gut klar. Die Unternehmensergebnisse, sowohl als auch die Ausblicke, sind eigentlich ganz in Ordnung. Das sollte unterstützend wirken. Dann schauen wir mal auf die Notenbanken, auf die Fed und auf die EZB. Wer macht den besseren Job in dieser Krise? Ja gut, das kann man natürlich schlecht vergleichen. Die beiden haben natürlich ganz andere Aufgabenprofile. Ich denke, um vergleichen zu können, müsste man sagen, die EZB hätte vielleicht ein bisschen früher anfangen können, ihre Politik etwas mehr liquiditätsgetrieben machen zu können. Die Fed hat ganz andere Ziele. Sie muss erstmal primär das Wachstum produzieren. Das sieht man auch, dass sie klare Vorgaben hat. Die EZB hat ganz andere Probleme. Sie hat quasi ja der Politik vorgegriffen und hat einen ganz anderen Weg gehen müssen, den sie letztendlich selbstständig gemacht hat. Insofern kann man beide nicht vergleichen. Ich denke, beide machen einen den Umständen entsprechend korrekten Job. Sie kaufen der Politik und den Unternehmen Zeit.
Was heißt das Ganze jetzt also für ein Investment in Staatsanleihen? Wenn wir jetzt den US-Arbeitsmarkt uns anschauen und die ganzen Probleme, die wir auch auf der Konjunkturseite haben, sind US-Bonds ein Blick wert zurzeit? Nun, was die Rendite angeht, da müssen wir bei Staatsanleihen außer in der Peripherie eigentlich nicht lange suchen. Das ist wenig attraktiv. Hier geht es eher um das Thema, was ist ein sicherer Hafen? Habe ich noch Befürchtungen oder Ängste, die mein Portfolio treffen könnten, dann finde ich durchaus, dass der US-Dollar generell sowohl auf der Aktienmarktseite als aber auch auf der Anleihenseite zumindest eine interessante Diversifikation darstellen würde. Hier könnte man durchaus Möglichkeiten finden, einen Teil seines Portfolios auch in Staatsanleihen zu sichern. Vielleicht könnte man von einem Dollar langfristig profitieren, wenn in Europa die Probleme immer noch so ein bisschen um sich selbst kreisen werden. Michael Stegmüller, Dankeschön für die Einschätzungen für den Moment. Sie bleiben noch bei uns, wir sprechen uns dann gleich noch einmal. Zunächst aber der Blick jetzt auf die Top-Performer der letzten Woche, liebe Zuschauer. Auf Platz 1 haben wir 3W Power Holdings, auf Platz 2 die Rena GmbH, Platz 3 Johannes Friedrich Behrens und auf Platz 4 Centro Solar Group. Schauen wir auch gleich noch auf die Umsatzspitzenreiter. Schauen wir auf diese Liste auch noch direkt. Da haben wir ebenfalls 3W Power Holdings ganz oben, dahinter dann Dürr. Dann haben wir auf Platz 3 Air Berlin mit einer Laufzeit bis 2014 und auf Platz 4 Ecosem Agrar. Die Niedrigzinsphase nimmt also kein Ende. Das macht den renditehungrigen Anleger auch zu schaffen. Sie sind zunehmend bereit, in überschaubaren Rahmen höhere Risiken einzugehen. Anders, so das Kalkül, lässt sich keine Rendite erwirtschaften, die die Inflationsrate schlagen kann. So erfreuen sich Bonds mit ordentlichen Coupons großer Nachfrage. Worauf sollte der Anleger hierbei aber achten? Darüber sprechen wir jetzt noch einmal mit Michael Stegmüller. Herr Stegmüller, wo sehen Sie denn die größten Veränderungen derzeit auf dem High-Yield-Markt und worauf müssen sich Finanzberater und auch die Anleger einstellen? Na, der Punkt, den Sie genannt haben, ist natürlich durchaus korrekt. Im Verhältnis zu Staatsanleihen, die ja bisher als sicherer Hafen galten und als die grundsätzliche Investmentidee, um letztendlich Geld langfristig sicher anlegen zu können. Da kommen natürlich jetzt die Unternehmensanleihen und die High Yields hier ganz besonders eben ins Spiel. Was hat sich da getan? Ja, es gab natürlich nach der Krise 2008, 2009 und auch in der Krise 2011 nochmal dramatische Einbrüche hier auch bei den Kursen. Das zeigt, dass es hier ein volatiles Geschäft ist. Aber generell ist der Renditeausgabeaufschlag eben so hoch im Vergleich zu Staatsanleihen, dass es sehr interessant ist, sehr lukrativ ist, sich mit diesem Markt einfach näher zu beschäftigen. Das heißt, High Yield Bonds sind in dieser Marktphase noch lukrativ? Ja, in den letzten 2 Jahren konnte man damit knapp 10% erwirtschaften auf Jahressicht. Ich denke, man muss die Erwartungshaltung hier deutlich runterschrauben. Man muss auch sehr stark diversifizieren. Hier gibt es also durchaus auch Gefahren, die man sehen kann mit diesen sinkenden Zinsen. Aber im Prinzip übernimmt hier der Markt auch eine Funktion, um letztendlich Unternehmen Finanzierung überhaupt erst entstehen lassen zu können, zumal die Banken eben sehr stark auf ihren Krediten noch sitzen bleiben. Dieses wird ganz wichtig sein und auch zukünftig für Wachstum sorgen. Allerdings ist die Erwartungshaltung aufgrund der gefallenen Zinsen eher bei 6-8% aus heutiger Sicht und nicht mehr bei zweistelligen Renditen. Im ersten Quartal dieses Jahres wurden ja High Yield Bonds mit einem Gesamtvolumen von 38 Milliarden Dollar aufgelegt. Das ist das größte Volumen seit Beginn der Finanzkrise. Da sieht man natürlich auch, dass diese Produkte stark nachgefragt sind. Wird der Trend auch weiterhin anhalten? Ja, diese 38 Milliarden aus dem ersten Quartal ist, denke ich, ein Zwischenbericht. Ich habe das eben schon erwähnt. Hier wird durchaus eben auch genutzt, dass Finanzierungen heute sehr viel komplexer sind, aber auf der anderen Seite eben einen ganz anderen Bedarf angemeldet haben und dieser Markt wird hier bedient. Es gibt wahnsinnig viele Nachfragen. Insofern glaube ich schon, dass so ein Rekordquartal nur ein Zwischenschritt sein wird. Obwohl die Renditen gefallen sind, ist es äußerst attraktiv. Es gibt so viel Liquidität, die an den Markt drängt. Jetzt fängt auch noch Japan an, letztendlich den Markt zu fluten. Das ist ja erst der Anfang. Das heißt, die nächsten 12-18 Monate erwarten wir hier durchaus noch Möglichkeiten. Wir dachten, es könnte vielleicht schon sich früher etwas reduzieren. Aber wenn man nur die Ausblicke sieht von Fed und EZB für die nächsten Monate, hier ist so viel Liquidität vorhanden, die Nachfrage wird groß bleiben. Was heißt das dann für die Anleger? Wie sollte man am besten in High-Yield-Anleihen investieren? Sollte man sich an ein Fonds-Depot packen oder lieber direkt in die Anlage gehen? Na gut, bei den Fonds, ja, ich denke, ein Fonds ist eigentlich besser als die Eigenrecherche, zumal die Eigenrecherche einfach extrem aufwendig sein wird, diese Sachen auch zu pflegen. Ein Fonds hat einen großen Vorteil, Sie haben die Möglichkeit, eben einen ETF zu machen, das heißt, einen Index abbilden zu können. Dort sind Sie allerdings mit einer nun mal festgelegten Marktstruktur konfrontiert, die können Sie nicht verändern.
Und interessanter ist eigentlich schon, wenn Sie einen Spezialisten hinzuziehen, der eine Expertise besitzt, um dann eben auch innerhalb der verschiedenen Möglichkeiten letztendlich seine Favoriten auszusuchen und dann auch bestimmte Trends, die auch extrem schnell funktionieren können, eben auch wahrzunehmen. Insofern wäre der Fonds hier einem Eigeninvestment oder einer Eigenrecherche deutlich vorzuziehen. Schauen wir nochmal auf die Rendite. Sie haben ja vorhin gesagt, keine zweistelligen Prozentzeichen mehr, aber immer noch 6-8% ist die Erwartungshaltung. Das sind ja in diesem Zinsumfeld immer noch hohe Zinsen. Die bedeuten natürlich auch ein höheres Risiko. Wie risikoreich schätzen Sie den Markt der High-Yield-Anleihen denn ein? Ja, man muss als Investor eigentlich immer sich konzentrieren, was ist mein Risiko, also das Ausfallrisiko, klar, das haben Sie im Anleihebereich natürlich auf jeder Ebene, bei jedem Investment. Was Sie anschauen müssen, ist eben, dass dieser Bereich High Yields eben auch durchaus in einer Krisenphase fast zweistellige oder sogar etwas mehr als zweistellige Verlustzahlen produzieren kann in so einem Abschwung. Dessen muss man sich bewusst sein. Es wird schwer sein, hier Positionen aufzulösen. Wenn ich mir aber dieses Risiko vorher bewusst mache und mich sozusagen in meiner Struktur darauf einlasse, dann sehe ich es als sehr gesundes Investment an, um eben hier genau diese Diversifikation zu Staatsanleihen und zu Liquidität vornehmen zu können. Sagt Michael Stegmüller. Dankeschön für das Interview nach Stuttgart. Sehr gerne. Und die nächste Ausgabe dann von Börse Stuttgart Anleihenforum, die gibt es wie gewohnt in einer Woche, um dann wieder um 9.30 Uhr. Danke fürs Zusehen, machen Sie es gut.